Cecilias Scheltrin. Das ist ein Verein, der beschäftigt sich mit Kindern in Kisumu. Schauen wir da her. Ja, was macht er alles? Programme über uns helfen, aktuelle Spenden, Blog, Kontakt. Mikrokredite, Ernährung, Gesundheit, Bildung. Die Arbeit in Österreich ermöglicht unseren Kindern einen regelmäßigen Schulbesuch, täglich warme Mahlzeiten, psychosoziale Betreuung und medizinische Hilfe. Zusätzlich wird eine adäquate Entlohnung der Mitarbeiterinnen in Kenia sowie die Deckung laufender Kosten ermöglicht. Unsere Programme. Na, da sieht man, das sind Bilder, was sie machen. Die Kinder sind das Gesundheit, Volontärinnen in Österreich, also die was Menschen was tun, was machen wollen. Und es geht mir heute um diesen Jahresbericht 2021. Dann gehen wir gleich hin, 2000. Ah, na, vorher machen wir das dann noch. Gehen wir da her. Über uns helfen. Das ist nicht. Unser Team, das ist es. Da haben wir es. Das ist die Tanja, Gründerin und Obfrau. Das ist meine Nichte. Und die Tanja hat das ins Leben gerufen, weil sie da unten auch mal als Volontärin oder sowas gearbeitet hat in Kenia. Und dadurch ist sie mit Menschen und mit Not in Kontakt gekommen, wo sie begonnen hat, vieles zu verändern in sich selber drinnen und natürlich auch im Außen, in der weiten Welt, zum Beispiel in Kenia. Ja, die Evelyn Dahlhammer ist die Kassaprüferin. Christian Hinterndorfer, das ist mein Bruder mit seiner Frau, mit der Roswitha. Das ist die Roswitha Frau, die Mutter von der Tanja. Und der Christian ist der Vater von der Tanja. Roswitha ist die Kassierin. Dann Vera Kernstock ist die Schriftführerin. Und der Daniel Oko, Gründer von Cecilias Scheltrin von Kenia. Das ist der, was unten vor Ort ist. Ja, und die Emma Wild ist auch eine Gründerin vom Verein in UK in Großbritannien. Gehen wir gleich auf Aktuelles und zwar zum Jahresbericht. Das ist ja das, was ich euch ganz einfach mitteilen möchte. Ich muss ja sagen, von meiner Sichtweise aus habe ich nicht viel damit zu tun. Ich habe mir am Anfang eine Sendung gemacht. Und ich höre halt das und schaue hier und da öfter eine. Und heute war das wieder mal, es hat mich gezogen, da reinschauen. Und dann schaue ich so Jahresbericht und denke mir, gut, jetzt schaust du das einmal an, was diese Nichte und dieser Verein und das da alles tut und bewerkstelligt. Und ich möchte euch da ganz einfach bei dem Einblick zuschauen lassen. Also, das ist der Inhalt für den Jahresbericht, die Nachrichten vom Direktor, ne, dann die Visionen, Grundwerte, was da gesprochen wird, die Bildung, Spielgeräte, was sind Schul- und Covid-Brot, Protokolle, Primarbereich, Ernährungsprogramm, Kinderpatenschaften, soziale Arbeit und so weiter. Also, sehr viel, was ist was und Sanitäreinrichtungen, was hat macht am Weihnachtsessen Dezember 2021. Anerkennung, Kontakt und Adresse. So, das ist ganz einfach das Impressum, ganz einfach, wenn also die erste Seite, damit man weiß, wo es losgeht. Ich könnte das jetzt von Automaten vorlesen lassen, das mache ich aber nicht, ich mache es selber. Und zwar, das ist die Nachricht vom Direktor, der was in Kisumu dort in diesen Heim ist, was für die Kinder ist. Nachricht vom Direktor. Im Jahr 2021 hatten die Kinder und Bewohnerinnen
unserer ländlichen Gemeinschaft abermals mit den Auswirkungen durch die Covid-19-Pandemie zu kämpfen. Nicht nur die einzelnen Leben, sondern auch die Lebensgrundlage vieler Familien sind durch die zusätzlich verstärkt auftretende Armut bedroht und haben tiefgreifende Folgen auf das Leben der Kinder von Cecilia Sheldrake. Neben diesen Herausforderungen beschäftigen die Kinder und deren Familien außerdem Vorerkrankungen wie HIV, AIDS und deren Nebenwirkungen. Laut einem Bericht des Welternährungsprogramms in der New York Times von August 2021 sind in diesem Jahr 270 Millionen Menschen mit lebensbedrohlicher Nahrungsmittelknappheit konfrontiert, verglichen mit 150 Millionen vor der Pandemie. Unser kind- und familienzentrierter Ansatz hilft dabei, um auf die Bedürfnisse der weisen und gefährdeten Kinder und ihrer jeweiligen Familien einzugehen. Hierbei zielen wir in der Zusammenarbeit mit Familien vor Ort und nicht nur auf die pädagogische Stärkung des einzelnen Kindes, sondern auch auf eine gezielte Arbeit mit den Herkunftsfamilien ab. Darauf wird mit Hilfe unterschiedlicher Methoden eingegangen. Einerseits die Unterstützung der gesundheitlichen Bedürfnisse des Kindes, Bereitstellung von dringend benötigter Kleidung für das Kind und die Familie, Verteilung von Grundnahrungsmitteln und Hygieneartikeln, die am stärksten gefährdeten Haushalte, andererseits auch eine Sensibilisierung der Gemeindemitglieder für die Einhaltung von Covid-19-Protokollen oder Aufklärungsarbeit im Bereich von HIV/AIDS. Stärkung von Frauen und Müttern durch unsere wirtschaftliches Empowerment-Programm wird die wichtige Rolle von Frauen in der Gemeinschaft und insbesondere auf Haushaltsebene direkt gefördert. 90% der Haushalte, die Kinder im Rahmen des Cecilias Sheldrake-Programms beherbergen, werden von Frauen geleitet, einschließlich ältere Frauen, Großmütter. Sie sorgen nicht nur für die lebenswichtige Fürsorge für Kinder, sondern sie sind die Entscheidungsträger über die medizinische Versorgung und Ernährung in der ganzen Familie. Wir haben uns daher dafür eingesetzt, einige grundlegende Fähigkeiten in den Bereichen Unternehmertum, Problemlösung und Entscheidungsfinden anzubieten. Und wir hoffen, im kommenden Jahr mehr zu tun, da dies ein wesentlicher Bestandteil des allgemeinen Wohlbefindens des Kindes ist. Nur mit Hilfe einer nachhaltigen Veränderung und Verbesserung der Lebensgrundbedingungen der Familie wird auch dem Kind langfristig geholfen. Als 2020 zu Ende ging, stellte das Jahr 2021 die Welt und insbesondere Afrika vor große Herausforderungen. Kenia, wie viele andere Nationen der Welt, war besorgt, nicht zu wissen, was die Zukunft bringen würde. Unser Verein würde diese Reise nicht alleine ohne die verschiedenen Partner und Freunde schaffen. Das Bedürfnis nach moralischer Unterstützung, finanzielle und personelle Ressourcen, um unsere Ziele zu erreichen, waren sehr wichtig. Und so sagen wir allen unseren Freunden, Partnern und Partnerinnen, Freiwilligen und SpenderInnen vielen Dank für ihr mitfühlendes Handeln im Namen der am stärksten gefährdeten Kinder und Familien der Welt. Wir freuen uns auf Ihre weitere Reise mit uns in eine veränderte Zukunft. Mit freundlichen Grüßen, Dan Oko, Leiter Cecilias Sheldrake. Ja, es geht jetzt weiter. Nicht? Mission und Grundwerte. Unsere Vision ist es, der Familie Stabilität, Hoffnung und Heilung zu bieten, indem wir die Träume der aller Eltern für ihre Kinder erfüllen. Gute Gesundheit, eine gute Bildung, wirtschaftliche Stabilität und eine bessere Zukunft. Grundwerte zu unseren Grundwerten gehören Integrität, Authentizität, Transparenz und Verantwortlichkeit.
erstens Bildung, trotz der kenianischen Regierungspolitik der obligatorischen Grundschulbildung gehen über 1,9 Millionen Kinder immer noch nicht zur Schule. In Kenia, wie auch in anderen Ländern südlich der Sahara, ist der Hauptfaktor, der zu einer großen Anzahl von Kindern außerhalb der Schule beträgt, die schwere Armut. Obwohl der Unterricht in öffentlichen Grundschulen kostenlos ist, sind verstärkte Kosten für viele Kinder aus armen Haushalten ein Hindernis. Damit ein Kind in einer öffentlichen Grundschule in Kenia eingeschrieben werden kann, muss es eine vollständige Schuluniform haben, die Einschreibgebühr zahlen und seinen Schreibtisch bezahlen. Andere Kosten, einschließlich Mahlzeiten und Prüfungsgebühren, umfassen eine Vielzahl versteckter Gebühren, die es im Wesentlichen lediglich für Kinder aus wohlhabenden Häusern möglich machen, eine adäquate Schulbildung zu erhalten. Außerdem zeichnet sich die kostenlose Grundschulausbildung durch einen enormen Lehrerinnenmangel aus, weshalb auch die Qualität des Unterrichts leidet. Da sieht man ein Bild bei den Kindern im Klassenzimmer. Bei Cecilias Scheltein glauben wir, dass die Bereitstellung von Bildung für Waisen und gefährdete Kinder ein grundlegender Schritt in Richtung Transformation und Hoffnung auf eine bessere Zukunft ist. Als Kernbestandteil unserer Programme ist unser Bildungsprogramm darauf ausgerichtet, qualitativ hochwertige ganzheitliche Bildung und Community Empowerment-Programme anzubieten. Diese zielen darauf ab, den Kreislauf der Armut langfristig zu durchbrechen. Die Gesamtzahl der Kinder, die von unserem Bildungsprogramm im Jahr 2021 unterstützt werden, beträgt 105. Das heißt, 58 Jungen und 47 Mädchen. Davon werden die jüngeren Kinder bei Cecilias Scheltgren betreut. Die ältesten Kinder besuchen umliegende gute Grundschulen und erhalten weiterhin unsere Unterstützung, damit der gleiche Qualitätsstandard geboten werden kann. Tabelle 1, der vom Bildungsprogramm unterstützten Kinder. Man sieht es da, nicht? Anzahl der Kinder, was das Programm unterstützt, mindestens 30 weiblich, 28 sind gesamt, 58 Anzahl unterstützt in der Grundschule, 28 männlich, 19 weiblich, also gesamt 47 ist in Summe, 105 Kinder, was diese Organisation in Kenia in Kisumu unterstützt. Ihr Bildungsprogramm beim Verein. Die Bedrohung der frühkindlichen Bildung ECDE für ein Kind kann nicht genug betont werden. Pädagogen und Pädagoginnen, das ist was, sind sich einig, dass Kinder, die in einem Jahr Vorschulerziehung eingeschrieben sind, eher die Fähigkeiten entwickeln, die sie benötigen, um in der Schule erfolgreich zu sein und weniger wahrscheinlich die Schule abbrechen. Ja, wir fangen es an. Sie lernen ja ganz einfach das Ausmalen von den Schriften. Dadurch kriegen sie einen Bezug zu diesen Schriften. Es ist ganz interessant, was oft gemacht werden kann, um, bevor die Kinder in die Schule gehen, ganz einfach ein virtuelles Bild zu bekommen, was die Schrift ist. Unsere Bemühungen, sicherzustellen, dass Kinder einen besseren Start ins Leben bekommen, haben dazu geführt, dass dieser Name, ich sage immer Verein, dass der Verein ein ECDE-Zentrum, die Northern Light School, gegründet hat. Die Schule nimmt ausschließlich Waisenkinder und gefährdete Kinder auf. Derzeit hat die Schule nur ein frühkindliches Entwicklungsprogramm, das sich an Kinder unter 5 Jahren richtet. Das frühkindliche Entwicklungsprogramm hat derzeit eine Gesamtkapazität von 60 Kindern. Die Schule beabsichtigt, mit jeder Klasse jedes Jahr schrittweise zu wachsen,
um schließlich die Grundschulausbildung ebenso abzudecken. Seite an Seite mit dem formalen Lernen zielt die Northern Light School auch darauf ab, mit Hilfe weiterer Lehrplanaktivitäten eine ganzheitliche Lernerfahrung zu bieten. Derzeit gibt es 28 Mädchen und 30 Jungen an der ECDE-Schule. Der Rest besucht verschiedene andere Grundschulen. Spielgeräte. Spielgeräte bieten Kindern die Möglichkeit, eine Reihe von sozialen, emotionalen, körperlichen und geistigen Fähigkeiten zu üben. Wenn den Spielplatz anregende und herausfordernde Geräte hinzugefügt werden, können Kinder ihre Welt entdecken und wachsen. Mit der Besorgung von Spielgeräten, also Kinderspielplatz, da wird er gerade aufgebaut. Das Foto. Da sieht ähnlich, wie das dort ist, gell? Mit der Besorgung von Spielgeräten im vergangenen Jahr durch eine großzügige private Spende wissen wir, dass unseren jungen Lernenden ohne Zweifel von der Weiterentwicklung ihrer körperlichen Stärke, der motorischen Fähigkeiten, Kreativität und Problemlösungsfähigkeiten sowie Kooperationsfähigkeiten profitieren werden. Die Kinder haben die neuen Spielgeräte sofort in Beschlag genommen und nutzen diese in jeder freien Minute. Schul- und Covid-19-Protokolle. Hier in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Covid-19-Ministeriums für Gesundheit und Bildung konnten wir unseren Lehrer und Lehrerinnen die freie Wahl für oder gegen die Covid-Impfung ermöglichen. In Bezug auf die Anforderung des Abstandhalten in der Schule haben uns unsere Partner beim Verein England beim Erwerb von zwei provisorischen Zelten geholfen, die wir als temporäre Erweiterung der Klassen für die Ermöglichung des Abstandshaltens verwenden. Wir sind also Zelt. Ja, wir konnten auch mehr Wasserstellen für häufiges Händewaschen für Kinder und Schulbesucher, Einwegmasken für Lehrer und Kinder sowie häufige Temperaturkontrollen mit Thermometern umsetzen. Primarbereich. Da der Verein derzeit keine Grundschuleinrichtungen hat, werden Kinder, die von der ECD kommen, in der ersten Klasse in nahegelegenen öffentlichen Grundschulen eingeschrieben und der Verein sponsert weiterhin ihre Ausbildung, indem sie ihre Schulkosten bezahlen und die erforderliche Lernausbildung wie Bücher und Rucksäcke kaufen. Derzeit gibt es 33 Kinder, die vom Verein in verschiedenen Schulen gesponsert werden. Derzeit sind es 17 Jungen und 16 Mädchen. Regelmäßige Schulbesuche durch unsere Sozialarbeiterinnen halten Verein über den Fortschritt des Kindes in der Schule und alle anderen Bedürfnisse, Anforderungen des Kindes auf dem Laufenden, die nach Ansicht der Schule zu einer Verbesserung des Kindes führen können. Sozialarbeiterinnen machen auch regelmäßige Hausbesuche, um herauszufinden, wie es dem Kind zu Hause geht und identifizieren alle sozialen Herausforderungen, die das Kind möglicherweise erlebt. Hier sieht man die Kinder, wir sind eure Schuhe halten und das ist die Kleidung. Wenn sie in die Schule wechseln, brauchen sie ganz einfach eine Schuluniformen. Ja, Ernährungsprogramm. Das Hauptziel des Ernährungsprogramms ist es, jedem Kind mindestens eine ausgewogene Mahlzeit pro Tag zur Verfügung zu stellen. Aufgrund ihres zarten Alters benötigen Vorschulkinder in den Lernpausen möglicherweise eine zusätzliche Mahlzeit, um sich Bedürfnisse stillen zu können. Das Programm sieht vor, den Kindern gekochten Mais, Bohnen und Gemüse für ihr Mittagessen zur Verfügung zu stellen. Wenn dies möglich ist, aufgrund der hohen Armut in ihren Haushalten kann dies manchmal die einzige Mahlzeit sein, welche die Kinder den ganzen Tag über sich zu nehmen. Man muss sich das einmal vorstellen. Also wir haben ja keine Vorstellung, weil man es, ja, solange man das nicht selber sieht und dass man direkt betroffen ist, kann man sich das nicht vorstellen. Aber durch das, durch Tanja zum Beispiel, haben wir ein bisschen
Einblick da und auch viele andere Menschen, die was das anschauen, hören oder was sie damit beschäftigen. Schulernährungsprogramme, die ausgewogene, nahrhafte Mahlzeiten anbieten, beseitigen Unterernährung und verbessern die Gesundheit der Kinder. Hunger als Folge von Armut ist eines der Haupthindernisse für verbesserte Lernergebnisse. Schulen mit einem Ernährungsprogramm haben fast 100%ige Anwesenheitsraten. Sagen, wenn sie was zum Essen kriegen, dann gehen sie dort gern hin, weil sie sich freuen und dann machen sie das auch gern mit Spaß. Sowie bessere nachgewiesene akademische Leistungen. Das Ernährungsprogramm bietet derzeit nahrhaftiges Porridge und Obst während der Pausenzeit an. In Zukunft hoffen wir, eine ausgewogene und nahrhafte Mahlzeit zum Mittagessen mit ausreichenden Finanzmitteln anbieten zu können. Williamsons. Nährstoffreiches Porridge. Das wird so ein Müsli oder sowas sein, als Frühstück. Ja, Kinderpatenschaften. Der Verein Sozialarbeiter, Manager arbeiten Hand in Hand mit den Nordrhein-Leichtschul und der lokalen Gemeinde und den örtlichen Schulen, um Kinder mit unterschiedlichen Bedürfnissen zu identifizieren. Die ausgewählten Kinder werden auf eine Warteliste gesetzt, da der Verein nach Sponsoren suchen, die diese Kinder auf deren Weg begleiten und ihre Ausbildung unterstützen möchten. Da sieht man eh gerade, wie jemand da ist. Die Taten und ihre Kinder. Zu den Möglichkeiten, wie ein Sponsor helfen kann. Sponsern Sie ein Kind für den Schulbesuch, indem Sie einen monatlichen Beitrag von 25 Euro pro Monat leisten. Spenden Sie, weg damit, spenden Sie für den Kauf, die Bereitstellung bestimmter Gegenstände, die ein Kind oder die Schule möglicherweise benötigt, wie zum Beispiel Versorgung im Krankheitsfall mit Medikamenten, ärztliche Behandlung, Schuluniform, Sportausrüstung, Lebensmittelunterstützung für die familiäre Haushalte, Seife, Damenbinden oder andere Hygieneartikel. Durch die Spende neuer und gebrauchter Kleidung und Schuhe, Spende für den Kauf eines Motorrads, um den Fallmanager zu helfen, ihre regelmäßigen Hausbesuche durchzuführen. Familiendorf, Safe House. Das Safe House Konzept zielt darauf ab, ein lebendiges und liebevolles Familienumfeld zu schaffen, das von Vollzeitpflegeeltern geleitet wird. Die Eltern bieten zusammen mit anderen Kindern, die ähnliche dramatische Erfahrungen gemacht haben, Unterstützung, die bei der Heilung der physischen Wunden hilft. Psychischen Wunden. In Zusammenarbeit mit den sozialen Arbeitern vor Ort werden langfristige Lösungen für die Familie gesucht, um eine sichere und liebevolle Umgebung für die Kinder schaffen zu können. So können sie in ihrer Schule bleiben und weiterhin mit Freunden und bereits bekannten Unterstützungssystemen vom Verein nach der Schule in Kontakt treten. Ohne solche sicheren Orte bleiben Waisen und vulnerable Kinder anfällig für körperliche und emotionalen Missbrauch. Außerdem besteht die Gefahr, dass Kinder vorzeitig die Schule abbrechen und Opfer von Prostitution werden. Ein Safehouse ist die einzige praktikable Lösung, um die Bedürfnisse vieler unserer Kinder dringend zu erfüllen. Das ist also ein Safehouse. Da kann ich mich nur erinnern, wie da die Ziegel angeschafft worden sind, weil die Tanja uns ja auch mit Bildern versorgt hat, wie das voranschreitet. Ja, das Vereinsfamiliendorf verfügt über einen sicheren Wohnraum für Jungen und Mädchen zum Schutz vor Vernachlässigung bei verschiedenen Formen des Missbrauchs oder bei dem Verlust ihrer Eltern benötigen. Das Safe House bietet Platz für maximal 80 Kinder, das heißt 40 Mädchen und 40 Jungen.
verschiedene Programme sollen eingesetzt werden, um den Kindern zu helfen, körperlich, geistig und emotional zu heilen. Unsere ausgebildeten Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen übernehmen unterschiedliche Bereiche wie Kinderaufsicht, Kinderberatung und die Rundumversorgung der Kinder. Außerdem haben sie eine besondere Rolle bei der Wiedervereinigung zerbrochener Bindungen von Familien und für eine zukünftige Wiedereingliederung in die Gemeinschaft inne. Derzeit ist das Safehouse nicht betriebsbereit, da es noch nicht mit grundlegenden Anforderungen ausgestattet ist, um es bewohnbar zu machen. Außerdem wird das Gebäude aktuell anderswertig für den Schulunterricht genutzt. Soziale Arbeit. Vereinsabteilung für soziale Arbeit identifiziert Waisen und gefährdete Kinder für die Aufnahme in das Bildungsprogramm, führt regelmäßige Folgebesuche, Hausbesuche von Kindern im Programm durch, bietet psychosoziale Unterstützung, kümmert sich um das Fallmanagement der einzelnen Kinder. Der Anmeldeprozess beginnt mit einem Hausbesuch, um potenziellen Kandidatinnen für unser Programm zu identifizieren, indem die Bedürfnisse der einzelnen Kinder und ihrer Familien gesammelt und ausgewertet werden. Jene Kinder und Familien, welche einen besonderen hohen Unterstützungsbedarf haben, werden in die unterschiedlichen Programme vom Verein aufgenommen. Durch die Aufnahme soll sich die Gesamtsituation des Kindes und dessen Angehörigen verbessern. Die SozialarbeiterInnen führen gegebenenfalls auch Evaluierungen bei allen Übergangspflegemaßnahmen durch, um weitere Bereiche zu identifizieren, die möglicherweise verbessert werden müssen. Sozialarbeiter bei einem Hausbesuch oder Sozialarbeiterin. Die angestellte Sozialarbeiterin, also auch freiwilligen Sozialarbeiterinnen, führen eine regelmäßige Dokumentation. Diese wird in abschließbaren Ablagen aufbewahrt und bei Bedarf abgerufen. Eine genaue Dokumentation und der eingehaltene Datenschutz gewährleisten einen bewussten Umgang mit sensiblen Daten. Ja, dann sind wir beim Fallmanagement. Die Fallanalyse wird von einem Team engagierter Sozialarbeiterinnen durchgeführt. Häufige Fallstudien zu den befassten Kindern und den familiären Haushalten zeigen, dass die aufkommenden Bedürfnisse dringender Unterstützung bedürfen, damit das Kind eine ganzheitliche Intervention erhält. Während der Fallstudie werden die Bedürfnisse, die entstehen, nach der Wichtigkeit geordnet und diejenigen, die am dringendsten sind, priorisiert. Wenn der Verein nicht in der Lage ist, bestimmte Bedürfnisse zu erfüllen, werden Überweisungen an weiterführende Stellen vorgenommen. Ja, Bedarf durch das Management identifiert, adressiert. Hauswohnung 28 männlich, weiblich 12, insgesamt 40. Bettwäsche 13, männlich, weiblich 19, gesamt 32. Kleidung männlich 28, weiblich 21, gesamt 49. Medizinisch 19, männlich, weiblich 13, gesamt 32. Psychosoziales Gesundheit 12, männlich 21, Frauen weiblich 33, gesamt. Schuluniform männlich 34, weiblich 27, gesamt 61. Lernmaterial 29, weiblich 28, gesamt 57. Gesamt 163, männlich, weiblich 141, gesamt 304, was da Bedarf war. Ja, psychosoziale Unterstützung. Wir kennen das bei uns ja nicht, das HIV und diese anderen gesundheitlichen Herausforderungen, was dort in Kenia vorherrscht. Psychosoziale Gesundheitsdienste
spielen eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung des körperlichen und geistigen Wohlbefindens ihrer Kinder des Vereins, der Kinder des Vereins, insbesondere derjenigen, die von HIV betroffen sind. Dies ist mit lebensrettenden Behandlungen, sexuellen und reproduktiven Gesundheitsdiensten verbunden. Durch regelmäßige Beratung, Aufklärungsarbeit und medizinische Behandlung kann eine steigende Zahl an weißen Kindern in der Region vermindert werden. In diesem Zusammenhang erreicht der Verein die Gemeinschaft in Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Partnerorganisation Sunburst Projects Kenya, deren Schwerpunkt darauf liegt, gefährdeten Kindern und Jugendlichen, die mit HIV/AIDS infiziert oder von HIV/AIDS betroffen sind, psychosoziale Gesundheitsunterstützungsdienste und Betreuung anzubieten. Allgemeine Beratung wird auch für Kinder angeboten, die HIV-frei sind, sowie für alle Sorgeberechtigten und Geschwister von Kindern in unserem Programm. In diesem Jahr wurden 33 Haushalte für psychosoziale und medizinische Unterstützungsdienste für Kinder mit HIV und AIDS sowie für vom Virus betroffene Angehörige besucht. Ja, gesamt Kinder, männlich und weiblich, betreut 57. Impuls Erwachsene. Wirtschaftliches Empowerment. In Afrika südlich der Sahara leben viele Kinder in ärmlichen Haushalten, die häufiger von älteren Menschen oder von Frauen geführt werden. Die begrenzten Ressourcen und Mittel belasten die Familien enorm. Viele Betroffene sind nicht in der Lage, sich angemessen um ihre eigenen Kinder, Enkelkinder zu kümmern, da finanzielle Unterstützungsangebot durch den Staat fehlen. Wirtschaftliches Empowerment zielt darauf ab, die Angehörigen zu stärken, die sich um Waisen und gefährdete Kinder kümmern. Manche haben bereits kleine Unternehmen, eine Landwirtschaft oder Viehzucht, leben aber dennoch am Existenzminimum. Mit Hilfe des wirtschaftlichen Empowerments sind sie in der Lage, ohne finanzielle Rücklagen und ohne Zinsen auf Kredite zuzugreifen. Das Hauptziel des Programms ist es, die Familie zu stärken und die Lebensqualität der Kinder im Haushalt zu verbessern. Zu den kleinen Unternehmen, die gefördert werden, gehören Gemüseverkäuferinnen, Fischverkäuferinnen, Kleinbauerinnen, Viehzüchter und Lebensmittelkioske. Kindern und deren Angehörige, die beim Verein Programme aufgenommen werden, leben alle unter erschwerten Bedingungen und unter Armutsgrenze, da es ihnen an einer festen Anstellung mangelt. Verfügen sie über keinerlei finanzielle Sicherheiten, die ihnen den Zugang zu Mikrokrediten von formellen Kreditinstituten ermöglichen. Viele sind auch Analphabeten und daher nicht in der Lage, Darlehen von formellen Kreditinstituten zu beantragen. Dieses Programm vom Verein zielt darauf ab, eine breite Palette von Dienstleistungen anzubieten, um Angehörige aus der Armut zu begleiten. Dazu gehören neben der Mikrokreditvergabe auch das Anlegen von gesparten Rücklagen. Außerdem dienen Gruppentreffen als Plattform für den Austausch von Geschäftsideen. Der Verein stellt grundlegende Schulungen zum Unternehmertum und der Stärkung des Zusammenhalts unter den Mitgliedern zur Verfügung. Durch derartige Programme soll dem Familiensystem nachhaltig geholfen werden, ganz im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe, damit es langfristig zur Verbesserung kommt. Ja, im Jahr 2021 unterstützt die Unternehmer und Unternehmerinnen. Anzahl geschulten Mitglieder 23 weiblich, männlich 5, gesamt 28.
Anzahl unterstützt mit Geschäftskrediten 0. Gesamt 23 weiblich, 5 männlich, Gesamt 28. Ja, Unternehmer besuchen eine Schulung im Familiendorf. Das Bild, naja, wir sind in der Natur draußen. Bei uns sind wir in Räume. Anfang 2020 kündigte die kenianische Regierung eine Reihe von Maßnahmen an, um die Ausbreitung von Covid-19 einzudämmen. Zu diesen Maßnahmen gehörten Ausgangsbeschränkungen und Einschränkungen des gesellschaftlichen Zusammenseins. Obwohl diese längst aufgehoben sind, bleiben ihre negativen Auswirkungen bis heute bestehen. So zeichnen sich massive Arbeitsplatz- und Einkommensverluste im informellen Sektor, in kleinen Unternehmen, bei Kleinbäuerinnen und Taglöhnerinnen ab. Die meisten Kinder, die im Rahmen des Ernährungsprogramms unterstützt werden, waren von den Auswirkungen dieser Vorschriften stark betroffen, dass sich die Armut nochmals intensivierte. Besonders bei HIV-Klientinnen zeigte sich die Armut und der Hunger enorm, dass sie bereits ARV-Medikamente einnahmen und aufgrund der Erkrankung generell geschwächt sind. Der Verein stellt seitdem Grundnahrungsmittelpakete zur Verfügung, um den Hunger zu beenden und die Ernährung vieler Familien in der Region Schulleimbo zu gewährleisten. Jedes Paket enthält Seife, Speiseöl, Reis, Maismehl, Zucker, Teeblätter und Schutzmasken. Ausgewählte Haushalte hatten Damenbinden in ihrer Basispackung nach Bedarf ebenso enthalten. Da siehst du die Pakete, wie es die Familien kriegen, und da siehst du die Häuser, wo diese Menschen leben. Tabelle Verteilung der Grundnahrungsmittel. Gesamtzahl der Haushalte, 68 Haushalte, ist nicht wenig. Gesamtzahl der begünstigsten Kinder, 142. Grundnahrungsmittelverteilung sowohl für Kinder als auch für deren Haushalte. Wasser und sanitäre Einrichtungen. Entschuldigung, das ist ermüdend, das Lesen und den Kopf dabei haben. Wie bereits in unserem vorigen Jahresbericht erwähnt, war und ist Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene eine der größten gesundheitlichen Herausforderungen in unserer Gemeinde. Der Mangel an sauberem Wasser birgt unterschiedliche Probleme. Vor allem bei Kindern führen durch unreines Wasser übertragbare Krankheiten unbehandelt zu schweren Erkrankungen oder Todesfällen. Wir kennen das nicht, weil wir haben ja das für uns gelöst, aber dort unten, also ist die Welt eine ganz andere, was wir sich nicht vorstellen können. Unsere Pläne zur Bereitstellung von sauberem Trinkwasser bleiben auf Kurs, da wir die erste Phase unserer Implementierungspläne nach den guten Unterstützungen eines Partners Fabrizio Polenta Italien abgeschlossen haben. In Phase 2 werden wir schließlich bis Ende 2022 sicheres und sauberes Wasser für unsere Schule und Gemeinschaft bereitstellen. Wir haben die Hälfte des Weges bereits zurückgelegt, jedoch sind noch weitere Ressourcen erforderlich, um dieses Ziel endgültig zu erreichen. Ja, Bildwasseringenieure führen während der ersten Phase unseres Wasser- und Sanitärprojekts eine Geokartierungsvermessung durch. Der Besuch vom Verein Austria. Im August 2021 haben wir uns sehr über den Besuch aus Österreich gefreut. Zu den Mitgliedern des Teams gehörten unter anderem eines der Gründungsmitglieder, als auch Patinnen, die Kinder im Rahmen unseres Patenschaftsprogramms Sponsors. Sie alle hatten die Möglichkeit, die Kinder, die sie sponsern, von Angesicht zu treffen. Die Gäste wurden durch alle unsere Programmaktivitäten, Abläufe sowie die Erfolge und Herausforderungen vom Verein Kenia geführt. Es war eine Zeit der Freude und des Spaßes für die Lehrerinnen und Kinder und alle Mitarbeiterinnen.
Ja, die Besucherinnen schlossen sich dem Personal an und nahmen an verschiedenen Aktivitäten teil, wie am Unterricht, den Hausbesuchen, dem Ernährungsprogramm sowie Spielen und den Sportunterricht. Es war jedoch ein trauriger Moment für die Kinder und das Personal, als sich die Besucherinnen schließlich verabschiedeten und nach Österreich zurückkehren. Unsere Gemeinschaft liebt es, Besucher und Besucherinnen zu empfangen, und wir freuen uns auf alle, die den Verein vor Ort einmal besuchen wollen. Weihnachtsessen 2021. Der Verein veranstaltete ein Heiligabendessen für die Kinder, für alle Kinder, die von der Organisation dank der Unterstützung vom Verein Austria unterstützt wurden. Das Ereignis hatte eine große Bedeutung für die Kinder und öffnete allen Mitarbeiterinnen nochmals die Augen. Beinahe alle diese Kinder hätten an diesem besonderen Tag keinen Teller mit Essen auf ihren Tischen gehabt. Es ist unser Wunsch, dass dies zu einem jährlichen Ereignis wird. Die Kinder hatten Spaß und spielten Spiele und zeigten ihre Fähigkeiten, indem sie den Lehrerinnen und anderen Mitarbeiterinnen verschiedene Tänze und Lieder präsentierten. Ja, Kinder, denen die Mahlzeiten am Heiligen Abend Mittagessen serviert wurden. Das muss gut sein. Wenn man gern isst, das wissen eben ja, und dann kriegt man das. Hut ab. Anerkennung. Unser besonderer Dank gilt den folgenden Personen, die uns geholfen haben, unsere Ziele im Jahr 2021 zu erreichen. Tanja Maswa, Hinterndorfer, Österreich. Emma Wild, Großbritannien. Fabrizia Polenta, Italien. Lovisana Lindström, Schweden. Vanessa Mendoza, Schweiz. 22 Kinder, die die Unterstützung und den Betrag vom Verein zu ihrem Leben feiern und schätzen. Kontaktadresse, Website, Cecilia Sheldon, Kenya.org, Kenya, oder ceciliaschildren.chindofre.com, Österreich. Die Adresse ist PO Box 834-40100 Kisumu, Kenia. Und der Kontakt ist Tanja Hinterndorfer. Telefonnummer steht auch dabei, lese ihn nicht vor. Ja.